Kaum zu glauben, doch der mit zahlreichen Vorschusslorbeeren überhäufte Ego-Shooter Far Cry nähert sich langsam aber sicher der Fertigstellung. Laut Publisher Ubisoft soll es im November soweit sein. Wir haben die Entwickler besucht, um uns ein Bild vom aktuellen Entwicklungsstand zu machen. Und es hat sich wirklich einiges getan. Vor allem die Grafik ist es, die uns mal wieder schwer beeindruckt hat. Kaum zu glauben, was die CryEngine aus deutschen Landen alles drauf hat. Die atemberaubenden Licht- und Schatteneffekte sind nur eine ihrer offensichtlichen Stärken. Der Spieler schlüpft in die Rolle von Jack Carver, der sich auf einigen geheimnisvollen Inseln dem größten Abenteuer seines Lebens gegenübersieht. Dabei kämpft er sich durch klaustrophobische Bauten und gigantische Außenareale, die natürlich von überaus fiesen Gegnern bevölkert werden. Egal, ob der Spieler nun durch enge Gänge huscht oder unter freiem Himmel um sein virtuelles Leben kämpft, aussehen tut das Ganze immer hervorragend. Vor allem die enorme Weitsicht im Freien dürfte momentan einzigartig sein. Per Fernglas wird einem die Tragweite dieser technischen Leistung erst so richtig bewusst. Nicht schlecht, oder? Dieser Detailreichtum wird natürlich auch unter Wasser fortgesetzt. Allerdings sollten Sie Ihre Zeit nicht mit privaten Schwimmstunden vergeuden. Schließlich warten auf dem Festland große Herausforderungen auf Sie. Sicher ist es schwer, seine Aufmerksamkeit von der realistischen Umgebungsgrafik loszureißen. Allerdings verdient das Verhalten Ihres schießwütigen Gegners ebenso viel Beachtung. Dieser nutzt die Eigenheiten des Terrains nämlich perfekt aus, während er Ihnen ans Leder will. Treffen Sie auf mehrere Schergen, werden diese taktisch geschickt zusammenarbeiten, um Ihnen das Leben zur Hölle zu machen. Wir wagen uns noch tiefer in die grüne Hölle und auch im dicksten Dschungel steht Jack Carver seinen Mann. Im Laufe seines Abenteuers darf er auf ein reichhaltiges Waffenarsenal zurückgreifen. Vom Messer bis zum Raketenwerfer ist alles vertreten. Den Rocket Launcher dürfen Sie später natürlich noch in Aktion bewundern. Mit dem Scharfschützengewehr schaltet der Spieler weiter entfernte Gegner aus. Da die CryEngine auch in riesigen Levels ihre Muskeln spielen lässt, sind Sniper-Einlagen an der Tagesordnung. Zwar dürfen wir Ihnen in diesem Video noch nicht den Einsatz von Fahrzeugen zeigen, doch diese eindrucksvolle Szene, in denen sich gegnerische Einheiten aus der Luft abseilen, möchten wir Ihnen auf keinen Fall vorenthalten. Let's see. 15 minutes. That'll do. Oh, shit! Natürlich ist das Hauptziel nicht, einfach so viele Gegner wie möglich zu erledigen. Hier zum Beispiel muss Jack einen Sprengsatz anbringen und sich so schnell wie möglich aus dem Staub machen. Die Jungs von Crytek hüllen sich jedoch über die meisten Gameplay-Details noch in Schweigen. Näheres zur Story und Spielmechanik will man noch nicht verraten. Das soll uns recht sein. Solange der hohe Qualitätsstandard weiterhin gehalten wird, dürfen sich die Coburger Geheimniskrämer ruhig weiter über Details ausschweigen. Wenn die Verkaufsversion das hält, was die Vorab-Variante schon jetzt verspricht, dann steht uns ein echter Knaller ins Haus.